Mit diesem Video zeige ich, wie man eine E-Mail-Adresse im Schulportal hinterlegt. Dann erhält man E-Mails aus dem ganzen System. Ich habe mich als Anna Müller angemeldet. Ich klicke auf den eigenen Namen, dann auf E-Mail und Benachrichtigungen. Dort hinterlege ich die eigene E-Mail-Adresse und bestätige es mit meinem Schulportal-Passwort. Ich klicke dann auf Speichern. Jetzt muss die E-Mail-Adresse innerhalb von 2 Stunden bestätigt werden. Ich habe hier eine E-Mail empfangen in einem anderen Tab und klicke auf den zugeschickten Link. Die Meldung über die erfolgreiche Bestätigung wird dann angezeigt.